kurz noch eine Zusammenfassung zum DCM-Modus. Tatsächlich bei diesen drei Wandlern gelten eigentlich dieselben Eigenschaften mehr oder weniger. Die Spannungsübertragungsfunktionen im DCM sind jetzt lastabhängig. Das heißt, in allen Fällen ist MDCM jetzt eine Funktion von D, R, L, F und L. Und nicht mehr nur von Tastverhältnis. Das heißt, wir kriegen eine Lastabhängigkeit rein. Das heißt, man kann diese Schaltung in dem Sinne nicht mehr im gesteuerten Betrieb arbeiten. Wenn wir eine Schaltung haben, die bewusst im DCM-Modus arbeiten soll, dann ist der Weg, den wir dorthin haben, der, dass wir hier eine sehr, sehr kleine Induktivität wählen. Das heißt tatsächlich, wenn wir wissen, okay, wir haben irgendeinen Widerstand und wir wollen bis zu diesem Widerstandswert im DCM-Modus arbeiten, können wir den benötigten Induktivitätswert bestimmen und wählen eine sehr kleine Induktivität, um nur im DCM-Modus zu arbeiten. Das heißt tatsächlich, die Induktivitätswerte werden kleiner sein als im CCM-Modus. Das heißt, bei kleinen Induktivitäten arbeiten wir eher im DCM-Modus. Wir haben gegenüber dem CCM-Modus immer ein reduziertes Tastverhältnis bei gleicher Kombination UA zu UE. Das heißt zum Beispiel, beim Tiefsetzsteller hatten wir M gleich D, war UA zu UE. Das heißt, oben eine Ausgangsspannung zu kriegen, die halb so groß ist wie die Eingangsspannung, haben wir ein Tastverhältnis von 0,5 benötigt, wenn wir im CCM waren. Tatsächlich im DCM-Modus werden wir einen Wert fürs Tastverhältnis kriegen, der kleiner ist als der Wert, der nach dieser Gleichung beschrieben wird. Das heißt, wenn wir das DCCM nennen, dann gilt DDCM ist kleiner DCCM bei gleichem UA zu UE. Das sagt das hier aus. Dann gibt es noch ein paar andere Eigenschaften, die ich nur kurz auflisten möchte. Im DCM-Modus wird bei gleicher zu übertragender Leistung typischerweise der Spitzenstrom oder die Spitzenströme allgemein größer sein, weil natürlich das Verhältnis von Spitzenstrom zu Mittelwert größer ist im DCM-Modus. Das bedeutet aber auch, dass die Effektivwerte der Ströme größer sind. Das bedeutet, wir haben eine schlechtere Halbleiterausnutzung, größere Effektivwerte, höhere Leitverluste im DCM-Modus als im CCM-Modus bei gleicher zu übertragender Leistung. Der Vorteil vom DCM-Modus ist, wir können Schaltverluste reduzieren. Insbesondere ist DCM-Modus eine Möglichkeit, um den Reverse-Recovery-Effekt in hartschaltenden Topologien auszuhebeln, weil tatsächlich die Diode selbsttätig ausschaltet, ohne dass der Schalter einschalten muss. Das heißt, wir haben ja gesehen bei der Diskussion des Reverse-Recovery-Effekts, dass tatsächlich ein Großteil der Verluste im Schalter entsteht aufgrund des schlechten Schaltverhaltens in der Diode. Das kann man verhindern, indem man die Schaltung im DCM-Modus arbeitet. Achtung, die Schaltverluste werden trotzdem nicht null sein. Der Schalter selber hat Ausschaltverluste, weil er bei hohem Strom ausschaltet. Und er hat Einschaltverluste, weil er seine parasitäre Kapazität einschaltet, aber er hat nicht zusätzlich diese Reverse Recovery induzierten Schaltverluste wie bei einer hartschaltenden Topologie. Und auch regelungstechnisch ändert sich was, ganz grob gesagt, ohne hier tiefer in die Herleitung reinzugehen. Schaltungen, die im DCM-Modus arbeiten, zumindest diese drei grundlegenden DC-DC-Wandler, verhalten sich im DCM-Modus wie ein System erster Ordnung, das heißt wie ein PT1-System, wohingegen die Schaltungen im kontinuierlichen Betriebsmodus sich wie ein PT2-System verhalten. Das heißt, regelungstechnisch ist der DCM-Modus einfacher zu handhaben.